Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rikyu TV Stadtgesprächs aus der Motor World in Böblingen und einer mit Böblingen Bezug. Dazu kommen wir später noch. Der aber beim VfB Stuttgart Sportkoordinator ist, ist heute mein Gast, Mark Kienle. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sportkoordinator, Sportdirektor, weiß man, was der für eine Funktion hat. Sportkoordinator beim VfB Stuttgart. Was macht der Sportkoordinator? Ja, im Prinzip bin ich an der Schnittstelle zwischen Jugendbereich und Profibereich. Zum einen übergeordnet vom Nachwuchsbereich zuständig und aber auch involviert in die Kaderplanung bei den Profis. Sie haben eine VfB-Geschichte auf jeden Fall. Selbst in der Jugend beim VfB gespielt, beim Kickers angefangen, aber dann ging es zum VfB und dort auch 92 deutscher Meister geworden als richtig junger Spieler. Deswegen der VfB im Herzen. Absolut, das ist mein Club. Ja, da bin ich groß geworden, habe dann davor bei den Kickers auch im Jugendbereich, wie Sie eben erwähnt haben, gespielt. Begonnen habe ich im kleinen Dorf auf den Feldern in Plattenhardt und dann die Station über Stuttgarter Kickers zum VfB gefunden. Und VfB ist mein Verein und da habe ich die Schritte machen dürfen über den Jugendbereich zu den Profis und jetzt nach verschiedenen Stationen bin ich wieder zurückgekehrt. Viele Stationen, 72 Mal erste Liga als aktiver Spieler, 143 Mal in der zweiten Liga und 68 Mal auch in Holland. Sprich, Sie haben jede Menge Erfahrungen gesammelt, die Sie jetzt auch gut an die Jugend weitergeben können, oder? Weil so ein Fußballerleben, ich glaube insgesamt waren es 15 Jahre Profifußball, da erlebt man doch sicherlich einiges, Auf und Abs. Ja, ich glaube, es ist kein Nachteil, selber Erfahrungen gesammelt zu haben auf dem Platz und neben dem Platz. Und das versuchen wir, wie viele Kollegen von mir auch, den jungen Leuten weiterzugeben. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Man kann gewisse Spielsituationen einfach auch beurteilen und das selber durchgemacht zu haben mit alle Ups und Downs ist, glaube ich, schon wichtig. Und Sie haben auch selber die Jugendausbildung mitgemacht. Da hat sich aber doch einiges geändert, oder? Mittlerweile ist es doch einiges passiert mit den Nachwuchsleistungszentren etc. pp. Ja, es wird in allen Bereichen in deutschlandweit wirklich sehr, sehr konzentriert und sehr gut gearbeitet. Also die sind alle auf einem sehr guten Niveau und befinden sich auch in einer Konkurrenzsituation zu unserer Zeit. Als ich hochkam im Jugendbereich, waren wir schon auch mit vielleicht Leverkusen so, haben wir so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt und waren da aber auch schon sehr professionell. Mein damaliger A-Jugendtrainer war Ralf Rangnick und wir hatten auch schon wirklich sehr gute Bedingungen damals. Aber in der Zwischenzeit ist es einfach so, dass überall in Hoffenheim, in Freiburg, in München überall sehr gute Arbeit verrichtet worden. Und der Konkurrenzsituation befinden wir uns auch, stellen uns der auch und ich glaube, wir behaupten uns aktuell ganz gut. Ja, die jungen Wilden, das ist ja eigentlich schon ein feststehender Begriff, damals entstanden, aber dann ist es ja auch immer wieder gewesen. Ich meine, wenn man nur liest, wer alles beim VfB ausgebildet worden ist, Mario Gomez, Bernd Leno, Rudi, Gnabry, Rüdiger, Kimmich, Werner, waren jetzt auch alle mehr oder weniger im Kader bei dem WM-Quali-Spiel gegen Norwegen. Ich glaube, 9 Spieler, die beim VfB ausgebildet worden sind, aber die aktuell nicht mehr beim VfB spielen. Da will man im besten Fall wieder hin, oder? Ja, das sind natürlich ganz klangvolle Namen und tolle Namen, wo wir auch schon stolz drauf sein können, als VfB Stuttgart diese Jungs ausgebildet zu haben. Und auch jeder Einzelne, glaube ich, hat einen starken Bezug zu uns. Und wir haben mit Andy Beck jetzt den Weg zurück mal beim einen ja schon wieder genommen. Vielleicht gelingt es uns in Zukunft noch öfters. Aber klar ist auch, wir streben es natürlich auch an, den einen oder anderen wieder auch von unserer Jugend, von unserem Jugendbereich nach oben zu führen. Das wäre sehr wünschenswert und da arbeiten mit Nachdruck dran. Ja. Aber da darf man auch jeweils die einzelne Geschichte nicht vergessen. Ich meine, bei Mario Gomez oder Sami Khedira, da hat der Verein einfach viel Geld verdient. Bei Joshua Kimmich und Timo Werner gibt es da vielleicht andere Meinungen, oder? Ja, man muss jeden gesondert betrachten. Einmal sind es wirtschaftliche Hintergründe gewesen, wenn ein Spieler einfach einen ganz großen Schritt machen kann, wie damals beim Sami Khedira oder auch am Ende war es dann auch bei Timo Werner jetzt sehr schwierig, ihn noch zu halten, weil er einfach auch in der Bundesliga bleiben konnte. Und wir sind in dem Moment abgestiegen. Das war dann auch schwierig, den Jungen für uns noch zu begeistern. Manchmal wachsen die Spieler schneller als der Verein. Und wichtig ist, dass wir als Verein wieder wachsen und dass die Verweildauer von unseren Spielern länger bei uns ist. Und wenn dann ein ganz großer Club kommt, ich glaube, das verkraften auch unsere Fans und haben da Verständnis. Nur auf dem Weg zu den Karrieren sollten sie nicht frühzeitig verloren gehen. Ich glaube, das sieht jeder so und da müssen wir mit Nachdruck dran arbeiten. Und damit der Verein wieder wachsen kann, sind, glaube ich, die Weichen ganz gut gestellt worden. Ich meine, der Aufstieg
Aufstieg, der war extrem wichtig, hätte am besten nicht anders passieren sollen. Mhm. Und dann kam ja auch noch die Ausgliederung. Ist natürlich kritisch diskutiert worden, aber wenn man jetzt sieht, was der Verein dadurch für Möglichkeiten hat und wo ja auch von vornherein vom Präsidenten gesagt worden ist, da wird auch Geld in die Jugend investiert, dann scheint doch das der richtige und der einzig richtige Weg zu sein. Das ist der richtige Weg, ja, aber man sieht auch, was ich eingangs mal erzählt habe, die Konkurrenz ist natürlich immens. Ja, die anderen versuchen das auch und in der Konkurrenzsituation müssen wir uns behaupten, das machen wir aktuell gut. Ja, aber wichtig ist auch, dass man mit Nachdruck daran arbeitet, dass man an der Schnittstelle nach oben die Spieler wirklich auch gut unterstützt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir haben da im Übergang, das wird ja oft erwähnt, die meisten Fehler gemacht, weniger in der Nachwuchsarbeit bei uns im eigenen Stall, sondern im Übergang in die Lizenzspielermannschaft, da wurden große Fehler gemacht und die müssen wir zukünftig vermeiden. Und da habt ihr euch auch, glaube ich, so aufgestellt, dass auch eben Leute, die aus dem Verein kommen, die den Verein kennen, arbeiten. Mhm. Andreas Hinkel trainiert die Regionalligamannschaft, Heiko Gerber ist Trainer, Felix Lutz ist jetzt Co-Trainer, glaube ich, bei der U16. Ja. Tobias Rathgeb, der Langkapitän von der zweiten Mannschaft, war es auch im Co-Trainerstab. Also das ist so ein Weg, oder, den man gehen will. Auch, ja. Also das bedeutet nicht, dass auch Jungs von außen, die einfach weniger Bezug zum VfB hatten, bei uns ihre Karriere starten können. Aber klar ist auch, wenn Spieler oder Trainer, die hier das alles erlebt haben, die haben natürlich einen anderen Bezug und zu unserer Geschichte auch ein anderes Gefühl. Und da legen wir auch Wert drauf. Ja. Und die machen im Moment da wirklich einen guten Job. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass wir diese Leute für uns gewinnen konnten. Und in der Begleitung der Talente sind die schon elementar wichtig. Ja, denn so Tabellen spiegeln sowas ja oft wieder. Die U19 steht aktuell auf Platz 2 hinter Hoffenheim. Mhm. Und die U17 auf Platz 3 hinter FC Bayern und Hoffenheim. Mhm. FC Bayern haben wir gerade eben noch gar nicht so aufgezählt, weil die sind auch erst am Aufholen, haben jetzt aber eine niegelnagelneue Akademie hingestellt und werden kommen, oder? Ja, die haben in der Vergangenheit ja auch schon tolle Spieler entwickelt. Dann war eine längere Durststrecke. Ja, das ist natürlich ungleich schwieriger. Bei Bayern München nach oben sich zu entwickeln, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das muss man ehrlicherweise sagen. Der Weg bei uns ist einfacher. Ja, aber auch da ist es so, dass da wirklich mit Nachdruck dran gearbeitet wird, dass der ein oder andere Spieler das wieder schafft. Ja. Und Sie waren auch ein Jahr bei den Bayern. Warum nur ein Jahr? Ja, ich war insgesamt eineinhalb Jahre. Das war für mich schon auch eine gute Erfahrung. Es ist ein hochinteressanter Club, auch ein familiärer Club. Und die Zeit hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin dann nach eineinhalb Jahren in die dritte Liga gewechselt als Trainer und habe dort meine Erfahrung gesammelt. Und Bayern hat für mich wirklich war eine sehr interessante Station. Warum Marc Kienle jetzt nicht mehr Trainer ist, sondern eben Sportkoordinator und wie die Zukunft beim VfB vielleicht noch aussehen könnte, darüber reden wir gleich im zweiten Teil des Regio TV Stadtgesprächs. Herzlich willkommen zurück beim Regio TV Stadtgespräch. Marc Kienle ist natürlich noch hier geblieben. Ja, wenn wir jetzt über den Nachwuchs sprechen, haben wir über die U17, über die U19 gesprochen, über die U23 noch nicht, spielt in der Regionalliga. Und Andreas Hinkel hat eine sehr gute Phase gehabt, das ist ein bisschen so auf und ab. Das ist so irgendwie ein bisschen typisch bei so zweiten Mannschaften. Ja. Kommen verschiedene Einflüsse dazu, mal kommt einer von oben, mal wird jemand von unten nach oben gezogen. Aber grundsätzlich ist man beim VfB zufrieden mit der U23. Ja, wir sind vor allem zufrieden mit der Arbeit vom Andi, mit seinem Trainerteam. Die machen das sehr gut. Ja, und das ist in dem Altersbereich dann, weil sehr junge Spieler im Herrenbereich sind, auch Schwankungen gibt, ist auch normal. Wir haben eine sehr, sehr starke offensive Abteilung, die, glaube ich, mit die meisten Tore erzielt haben. Da sind wir sehr gut. Wir sind in der Defensive im Moment ein bisschen anfällig und die Ergebnisse spielen das auch wieder. Also in der Summe bewegen wir uns zwischen Platz 4 und 6 oder 7. Ja. Und das ist für uns in Ordnung. Ja. Wir am Ende einen Platz weiter vorne oder hinten sind, ist für uns nicht das entscheidende Kriterium, sondern wir wollen Spieler entwickeln. Sie sagen, das ist für viele das erste Mal im Männersport. Das hört sich jetzt so doof an. Sie waren bei WN Wiesbaden in der dritten Liga Trainer. Da hat man auch mitgekriegt, da geht es manchmal anders zu. Da sind ein paar 33, 34-jährige Haudegen da, die viel Erfahrung haben. Das ist für die jungen Spieler eine neue Erfahrung. Das ist eine gute Schule, auch natürlich vor einer anderen Kulisse mal zu agieren. Regionalliga gibt es auch, Traditionsclubs mit Saarbrücken, Offenbach. Und sich da zu beweisen, ist gut. Dritte Liga ist nochmal ein Tick stärker und auch von der Athletik besser. Also es sind schon Bereiche, wo die Jungs dann herangeführt werden können. Aber klar ist, auch in den Bereichen wird dann auch weniger Rücksicht auf Talente genommen. Und da müssen die Trainer natürlich, wenn sie im Herrenbereich arbeiten, dann relativ schnell Ergebnisse liefern. Jetzt stand natürlich in der Presse eine Überschrift, ja zur Jugend, nein zum VfB 2. Wie ist die Meinung des Sportkoordinators? Entschieden ist noch nichts.
Ja, also das müssen wir jetzt wirklich auch ganz intensiv und kontrovers intern mal diskutieren. Das ist für mich ganz wichtig. Bevor wir nach außen irgendwelche Statements abgeben sollten, müssen wir das intern aufarbeiten. Und dann müssen wir gemeinschaftlich das auch nach außen tragen. Ja, aber jetzt vorschnell irgendwelche Zwischenmeldungen zu machen, das wäre total fehl am Platz. Und ist so ein wichtiges Thema. Und wir haben da eine hohe Verantwortung, eine große Tradition. Und da müssen wir wirklich sorgsam mit umgehen. Sie sieht man oft auch Anfang Januar beim Mercedes-Benz Junior Cup im Sindelfinger Glaspalast. Das ist doch so ein Beispiel, wo man sieht, wie schnell das mittlerweile geht und wie früh die Jungs in Anführungsstrichen schon bereit sind für den Profifußball. Es geht alles früher mittlerweile, oder sind es Ausnahmen? Das sind wirklich Ausnahmen. Die Überflieger, das hatten wir jetzt auch in der Vergangenheit mit Timo Werner so ein Beispiel, der im Jugendbereich auch schon immer ein oder zwei Stufen übersprungen hat und dann auch im Herrenbereich durchgestartet ist, die gibt's. Es gibt aber auch ganz viele Quereinsteiger, die schlagen dann auch im Glaspalast mit auf. Die brauchen einfach ein, zwei Jahre länger. Das ist ganz normal. Also es gibt die herausragenden Talente, die direkt durchgehen. Aber es gibt auch den Quereinsteiger oder der eine oder andere, der einfach ein Jahr oder zwei länger benötigt. Ja, mein Kind, Fußball ist ein stressiger Job. Sie kommen hier aus der Region oder sind hier in der Region Böblingen heimisch geworden. Sie brauchen das, oder? So eine Ruhe, so eine Oase? Ja, ich fühle mich hier total wohl. Also ich wohne ja sehr ländlich hier. Es ist von der Autobahnanbindung ist für mich super geschickt, auch nach Stuttgart. Es ist im Moment sehr viel Verkehr natürlich in die Richtung, in die Stadt rein. Aber wenn ich von der Autobahn runterfahre, dann bin ich in zwei, drei Minuten total auf dem Land. Und das genieße ich natürlich. Und da haben Sie noch ein kleines Hotel, ja. Die Alte Mühle. So ein Hobby, oder? Ja, wir leben dort. Ja. Das ist natürlich auch so, dass es unser Wohnbereich ist, wo wir zu Hause sind. Und für mich ist natürlich, ich kann aus der Haustür rausgehen und joggen gehen. Und es ist ein zweites Standbein, wo man einfach auch noch schaut, dass neben Fußball noch was anderes gehen kann. Super. War ein interessantes Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Marc Hienle. Für den VfB natürlich alles Gute und ja, auch mit dem Hotel. Viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Das war das RegioTV Stadtgespräch mit Marc Hienle. Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm. Machen Sie es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.